jetzt nicht, was man die groß braucht. Auf jeden Fall Wachgrenadiere. Brauche ich mir mal einige. Die kosten natürlich sehr viel Goldmünzen. Ja, hier haben wir was. Eine Silbermine. Die haben wir eindeutig zu viele Siedler mal wieder. Auch die zwei Affen kommen jetzt mal nach. Das sind natürlich Helden, keine Affen. Ach, ein Wagen. Noch ein Wagen. Ja, also, es ist gar nicht schwer. Die Typen sterben halt fast, aber naja, was soll's. Was haben wir noch? Musketiere. Oh, Bevölkerungslimit. Oh, ha. Häuser bauen. Urecht. 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 Ja. Urecht. Genau. Urecht. Genau. Urecht. Alles klar. Ja, genau, halt auf die. Meine Helden natürlich auch. Was ist das eigentlich? Ach, das sind diese seltsamen Wachgrenadiere. Achso. Stehen bleiben. Und schmeißen. Wie nur einer gestorben ist und weggeflogen ist. Yeah. Ach, was kommt da jetzt denn alles von denen? Noch gar nicht so stark. Stimmt. Es werden immer mehr. Auf jeden Fall erstmal die Musketiere da hinstellen dazu. Das wird unsere Angriffsarmee. Ein weiterer Vorratswagen gehört jetzt uns. Die Siedler nicht dazu stellen. Stattdessen erstmal den Vorratswagen nehmen. Den Vorratswagen nehmen. Den noch nicht. Ja, ja. Ja. Jetzt den Vorratswagen nehmen. Ach, die rücken ja mal weiter vor, ohne dass ich es will. Sondern mal stehen bleiben. Ach. Wunderbar, dann brauchen wir jetzt noch ein paar. Wie wär's mit Wachgrenadieren? Sehr gut wäre das. Stehen bleiben. Muss ich echt auf totale Verteidigung stellen? Ja, muss ich wohl. Geil. Auch jetzt ist er tot. Da läuft alles prächtig. Wir können anfordern. Was können wir anfordern? Heißluftballone wollte ich ja mal nehmen, auch wenn sie scheiße sind. Yes, yes. Commander. Ich meine, ja, kommt her. Ich meine so. Yes, ich meine so. Ach, ich finde die eigentlich wohl unnötig, die. Also, wir haben noch 8 Minuten. Das heißt noch eine Folge. Zeit, um das Ding einzunehmen. Nicht die. Ready, yes. Tja. Schon wieder was. Was haben wir denn freigeschaltet? Da nehme ich mir halt gleich noch die Nahrung. Weil wir da eh schon so viel haben. Und. Was nehme ich denn noch? Ja, Mensch. Irgendwie nichts. Gold. Ja. Wohnraum habe ich ja genügend. Was? Wieso baut er nicht weiter? Ja. Yes. Urecht. Urecht. Wunderbar. Es werden immer mehr. Da geht aber noch was. Jetzt würde es mal Zeit werden anzugreifen. Heil. Und ebenfalls würde es Zeit werden, hier mal 3 Kanonen wegzunehmen. I mean so. I want. Die kommen mit. I mean so. Yes. Kommt dahin. Ready. Yes. Hier nehme ich eine mit. Und auch dahin. Ich sehe kein Problem eigentlich mehr. Ein bisschen davon brauchen wir eigentlich gar nichts. Also keine Wagen mehr. Ja. Come on. Yes. Aber Kanonen nehmen. Ja, bleibt stehen, halt. Sehr seltsam.
Ready. Yes. Kanone ist dort. Brauche ich noch ein paar? Ja, eine. Was mit einer? Naja, besser wie nichts. Ja, die Mörse, ja, lass ja mal mitlaufen ein bisschen. Und das ist Gruppe 1. Ach, Gruppe 1 soll jetzt los, wir haben nicht mehr viel Zeit. Keine Zeit mehr zu verlieren. Immerhin müssen wir da was kaputt machen. So, ihr macht alle Topplatz. Und mein Infanterie ist vorne, der Rest ist weg. Meine Kanonen dürfen natürlich gerne mithelfen. Zum Beispiel den Typ da oben weghauen. Fast nur mehr 3 Leben. Haut den noch weg. Ach, das ist mir nicht glauben. Ach, das muss ich noch kaputt machen. Das. Ja. Würde mir, glaube ich, was bringen. Dann ich einfach mal die Truppen da. Nein, ich nehme nicht die Truppen, nur die Kanone. Ja, weiter. Keine Zeit zu verlieren. Ja, stört. Ja, da steht natürlich noch mehr mittendrin. Ach, egal. Gut, mache. Uns bleiben nur noch 5 Minuten, ja, um Warwick's Fort zu zerstören. Macht ihr mal? Tot machen. Was denn das Ziel? Zerstören Sie Warwick's Handelsposten beim Kommandischen Dorf. Ach, nur zerstören. Ja, wunderbar. Das wäre leicht getan. Mit den Feinheiten. Ja, ihr solltet vielleicht mal nicht sterben. Ach, vor allem nicht alleine mal vor dem. Erstmal die Mauer einschlotten. Macht doch mal. Jetzt alle auf die Seite. Zerstört Warwick's Fort. Das hält eh nicht viel aus, also. Nur die ganz viele Granaten hier, die da reinschmettern. Normalerweise geht es übrigens richtig kaputt, nur ich hab's irgendwie ausgemacht anscheinend. Und das war fertig. Jetzt braucht ihr so viel Leistung, welche Leistung heißt nicht. Ich sag euch, Crisis, Far Cry 2, Battlefield, Company 2, braucht alle weniger wie das Spiel. Kommt's mir so vor, weil ich brauch nicht. Dermaßen gespeichert ist doch irgendwie gerade dermaßen laut. Dass ich nicht weiß, ob er mich überhaupt versteht, aber eigentlich schon, ja. Okay. Das ist unmöglich! Meine Festung bricht zusammen! Gute Arbeit! Wir haben Warwick's Fort rechtzeitig zerstört. Ja, ja. Ist noch gar nicht kaputt. Ist noch gar nicht kaputt. Wir haben gewonnen. Yay! Yeah. Diese Mission ist fertig. Machen wir mal kurz auf Fortfahren, um zu sehen, was dann kommt. Ah, okay. John und Kenny Kay erfahren, warum Warwick so weit Richtung Westen vorgedrungen ist. Können sie die Pläne des Zirkels durchkreuzen, oder ist es bereits zu spät? Ja, fortfahren. Ich möchte nicht zu viel Speicher verbrauchen. Die Russen kommen! Genau. Diese Soldaten, das sind Russen. Noch ein Stamm von jenseits des Wassers? Ja, aber ein anderes Wasser. Der Pazifische Ozean. Sie gehen Richtung Osten. Warwick hat den Weg markiert. Der Pass ist frei. Nichts kann sie aufhalten. Da Franzosen und Briten gegeneinander kämpfen, kann niemand die Kolonien gegen diese Armee verteidigen. Außer uns. Kannst du sie allein aufhalten? Nicht lange. Was hast du vor? Ich werde den Berg zum Einsturz bringen. Ach, wie episch. Okay. Den Berg zum Einsturz bringen. Ich werde Sprengladungen in den Bergen im Norden anbringen. Riegelt die anderen Pässe ab und zwingt die Russen, durch den Pass im Norden zu marschieren. Diese Bergarbeiter haben sich bereit erklärt, uns zu helfen. Wir können die Felsbrücken zum Einsturz bringen und diese Pässe abriegeln. Natürlich nur, wenn ihr verhindern könnt, dass die Russen uns umbringen. Ist irgendwie klar. Und ich mache jetzt mal kurz einen Schnitt und werde mal schauen, wie viel Speicher ich denn noch habe.